Ciao a tutti! Heute gibt's mal was Leckeres mit Fisch, mit Garnelen. Und zwar werden wir dazu eine richtig geile Estragon-Basilikum-Soße oder eher so ein Dip machen. Und ich hoffe, es wird euch schmecken, wenn ihr das zu Hause nachkocht. Es wird richtig gut! Was wir für den Dip brauchen, das ist Estragon. Also immer wenn ihr irgendwann bei italienischen Rezepten das Wort Dragoncello lest, dann wisst ihr, es handelt sich um Estragonkraut, Basilikum, Knoblauch, bisschen Olivenöl und Weißbrot und natürlich dann auch noch Weißbrot eingelegt in Balsamico. Also das wird dann halt echt eine gute Masse. Das brauchen wir für unseren Dip. Und nachher brauchen wir noch richtig schöne große Garnelen, die wir so ein bisschen mit Knoblauch, Zitrone und Chili anbraten werden. Ich fange an mit dem Weißbrot. Dazu nehme ich mir die beiden Scheiben und schneide jeweils an den Enden die Kruste ab. So, wir haben das Weißbrot. Das werde ich mal einfach noch vierteln hier. Und wir füllen dann noch ein bisschen Mazzetti Condimento Bianco ein. Da legen wir nämlich dann das Weißbrot ein und lassen das so ein bisschen anfeuchten. Brot da rein. Das wird sich jetzt hier so ein bisschen vollsaugen. Nächster Teil für unseren Dip. Wir haben jetzt hier das ganze wunderschöne Estragon. Guck mal hier, Luigi, da kannst du mal so ein bisschen nahe kommen. Ich finde halt so, Estragon ist ja auch so ein Gewürz, da arbeiten die Leute nicht so viel mit. Viele wissen gar nicht, wie das aussieht. Riecht auf jeden Fall auch richtig krass, aber es riecht total aromatisch gut. Und guck mal hier, so sieht so ein Stiel dann aus. Bei den dicken Stücken reißt es dann vom Stiel, also das könnt ihr einfach so abziehen von oben nach unten. Das können wir jetzt so ein bisschen fein hacken. Und das hier packen wir dann schon in unseren sauschweren Mörser. Dann gehen wir ans nächste grüne Kraut. Da kommt nämlich auch noch ein bisschen Basilikum rein. Das zupfen wir uns hier wieder ein bisschen ab. Jetzt auch noch das Wichtige natürlich, kein guter Dip ohne eine Menge Knoblauch. Ich würde hier schon mal einmal ein bisschen vormörsern, bevor ich jetzt gleich das Weißbrot dazu pappe. Das haben wir so ein bisschen angemörsert. Guck mal hier, das ist jetzt schon so ein bisschen angematscht. Und jetzt, mein Lieber, holen wir das Weißbrot rein. Die ganzen Pads hier, die sind auch schön aufgeweicht. Und es wird weiter gemörsert. Das Ganze ist jetzt genug gemörsert. Guck mal, dann kriegt das so eine Konsistenz. Ich würde es jetzt mal eben abschmecken, das ist jetzt noch nicht gewürzt. Oh, sehr frisch, aber auch sehr säurelastig. Nur noch ein bisschen Balsamico drin. Pfeffer auf jeden Fall noch dran. Ein bisschen Salz. Wenn euch das dann am Ende ein bisschen zu säurelastig ist, weil wie gesagt, es ist mit Essig gearbeitet, dann könnt ihr auch noch ein bisschen Zucker dazu tun. Ich finde es eigentlich so perfekt, wie es ist. Wir haben es jetzt gewürzt. Ich packe es jetzt mal um in so eine andere Schüssel. Und wir decken das Ganze jetzt noch mit so einem Schuss gutem Olivenöl ab. Das hier stellen wir jetzt erstmal in den Kühlschrank und dann gehen wir an die Garnelen. Ich habe hier diesmal mal so eine frische Knolle. Die werden wir hier jetzt auch gleich so komplett mal verballern oder zumindest die halbe. Wie gesagt, das ist nur als Geschmacksträger dabei, genauso wie unser Chili. Die Pfanne habe ich vorgeheizt, da kommt jetzt ein guter Schuss Olivenöl rein, Chili, Knoblauch. Die Garnelen können wir jetzt hier so ein bisschen auslegen. Zack. Und dann nehmen wir noch so ein bisschen Zitrone. Ah, sehr schön. Und um das Ganze noch ein bisschen frischer zu machen, auch noch ein bisschen was von der Zeste dazu. Deutlich angenehmere verfärbt, sieht da jetzt auch gleich viel leckerer aus, oder? Oh ja. Den habe ich hier von den Seiten angebraten. Damit kannst du jetzt auch noch mal so ein bisschen die Garnelen einreiben. Dann legen wir ihn wieder rein und jetzt machen wir noch so ein bisschen Salz, Pfeffer dran. Also jetzt ruhig auch noch beim Bratprozess, nicht zu viel. Das könnt ihr nachher sonst noch so ein bisschen nachmachen. Ich mache das schon meistens immer so ein bisschen Pfeffer und Salz zumindest dran. So, Dip habe ich aus dem Kühlschrank genommen. Ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe das mit ein bisschen Olivenöl abgedeckt. Das rühren wir jetzt noch mal so ein bisschen durch, damit das halt auch einmal überall gleichmäßig verteilt ist.
Jetzt geht's an die Garnelen, an das Herzstück. So, was euch natürlich viel Arbeit vereinfacht, ist, dass ihr sie schon angeschnitten und angerissen habt. Also fangt ihr einfach an dem Schwanz an, den dreht ihr ein bisschen ein, dann zieht ihr den ab. Und dann könnt ihr einfach auch den Rest wirklich ganz entspannt lösen. Seht hier, geht leicht ab. Die Füßchen auch, ist halt nur noch ein bisschen warm. Und jetzt ziehen wir das Ganze hier schön durch den Dip. So. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und es schmeckt euch vor allen Dingen unfassbar gut, wenn ihr es nachkocht. Schreibt es in die Kommentare, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Abonniert den Kanal, Daumen nach oben, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.